Also, was geht ab, Leute? Hier? Wir starten das Video mit einem Glückstausch. Der Kollege kriegt ein Flapterix. Ich krieg einen für meine Shiny Lucky Sammlung. Und wir starten jetzt eine letzte Shiny Dackel-Runde. Vielleicht krieg ich einen 100er, weil ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich haben will. Bisschen hohe Ziele. Bisschen hohe Ziele, aber man weiß nie. Man weiß nie. Ansonsten halt ein bisschen Spaß hier, ein bisschen Gaudi. Ich hoffe, ihr hattet ein erfolgreiches Wochenende und Erfolg mit Darker. Egal, Hauptsache für die Sammlung. So, unser erster Versuch von der Tour. Ich habe heute aber schon ein paar gemacht. Vorhin wieder in der Nachbarschaft, ein bisschen ausgeholfen, ein bisschen hier in der Downtime, in der Pause. Pause, die ich mir selber mache. Schade, Mann. Und nicht shiny. Schade. Doppelschade. Schade, schade, schade. Yo, nächster Raid. Ich habe gerade von einer gehört. Die hat ein paar... Oh, nicht shiny. Und... Oh, nicht gut. Die hat ein paar shiny Krypto-Pokémon. Die muss ich mal befreunden. Servus. Ihr seht, ein Voltolos. 1911. Solange ich den nicht gesehen habe... Oh Gott. Mach ich den immer noch. Auch wenn er nicht wirklich beliebt ist. Jeder wartet auf ein... Darkrai nochmal. Noch ein Versuch, schauen wir mal. Ich bin guter Dinge hier. Sehr guter Dinge. Das ist der beste, den ich gesamt bisher hatte. Leider nicht shiny, aber... Reicht mir nicht. Reicht mir nicht. Aber könnte 96er Attack 15 sein. Ich habe den Überblick verloren, wie viel wir schon gemacht haben. Aber der von vorhin war tatsächlich ein 96er. Attack 15. 15, 15, 13. Und ist offiziell mein zweitbester. Und Max Bar. Wenn nicht noch 5 bessere kommen. Mein 6er Team kann man schon machen und ja, keine Ahnung. Jetzt hier. Ich fürchte, nein, ich muss sie auch erstmal. Viel mehr als. Also 5 weitere, die ich maxen kann, werde ich sicher nicht mehr heute bekommen. Also wird der wahrscheinlich irgendwann schon gemaxt. So, nehmen wir den noch schnell down. Gleich kommt eine fette Welle an Raids. Also Night Couch schon mal ordentlich raus jetzt. Darkrai habe ich bemerkt. Echt überall Eier. Überall Raids. Also man kann nicht klagen. Voltolos haben sie auch schön runtergeschraubt. Immer noch genug, dass hier und da ein paar Leute machen können für Dex-Eintrag und so. Aber genug Darkrai auf jeden Fall. Morgen, also heute für euch, weil ich lade das Video ja erst morgen hoch. Ist Registeel und Cresselia zurück. Cresselia brauche ich so 0. Ich habe einen Shiny 96er Lucky und ich habe einen 100er. Normal 100er, nicht Shiny 100er. 100er und Shiny Lucky 96er. Also ich habe da genug, kein Interesse. Aber Registeel will ich schon auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Und gib mir 100. Gib mir Shiny. Gib mir Shiny. Ne, auch nicht. So, nächster Versuch. Gleich geht's ab. Gleich geht's ab. Da kommt eine fette Welle. Wünscht mir Glück, Leute. Oder all den Leuten, die hier noch verzweifelt ein Shiny wollen, weil die haben ja unser Shiny. Die verdienen es. Wir verdienen ein 100er. Wir verdienen ein 100er. Nee. Das ist kein 100er. Und das ist auch kein Shiny. Ei. Was geht, Leute? Was geht? Nächster Versuch. Nächster Versuch. Ich will diese eine Zahl sehen. Alter, ich habe diesen 92er irgendwie ständig, Mann. Ist immer 92 irgendwie. Ich check mal gleich die Ausbeute ab, aber es gefühlt immer dieser 92er. Und nicht shiny. Ihr seht hier einen Raid. Innenstadt Taubmann. Und in der Lobby war ein Glücksfreund von mir. Ich habe jetzt geschaut, aber... Ich habe auch gerufen, Patno, Patno, wo bist du? Aber er war nicht da. Und das ist schon das zweite Mal, dass er nicht da war, seitdem wir Glücksfreunde sind und ich ihn gesucht habe. Das letzte Mal irgendwann bei den Pinakotheken. Ich so, oh, mit dem bin ich ja Glücksfreunde. Hab gerufen, niemand hat reagiert. Potenziell ein Spoofer. Was aber eigentlich kein Problem ist, wenn ihr die Videos gesehen habt. Habe ich nichts dagegen. Warte mal. Wie viel WP hat der? Ah, 2087, endlich.
Das heißt, ungelogen, ich glaube, ich schreibe ihn an und sage, hey, Digga, du warst jetzt bei 2 Raids da, in der Lobby, aber nicht wirklich da. Wenn du ein Spoofer bist, kein Problem, spoof dich zu mir, wir machen unseren Glückstausch. Kein Thema, Mann. Es fängt langsam an zu regnen. Ein paar machen wir noch hier die Straße runter, ist noch einer. Dann müssen wir mal schauen, reicht vielleicht auch. Dann können wir ein bisschen über Coronavirus reden. Niantic hat jetzt Safari Zone St. Louis abgesagt. Oh, 2075, dein Ernst? Die sind alle so schlecht. Oh ja, jetzt fängt es gleich an. Oh, und nicht shiny. Ich glaube, das da vorne ist der letzte. Wir gehen auf den Löwen zu. Letzter Raid für heute. Die Arena habe ich sogar noch nicht auf Gold. 2 Raids habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich wollte wieder diese Dreierspalte machen, aber das ist der dritte und mein letzter. Deswegen, ich habe nicht hingeschaut. Ihr wisst es, ob es ein 100 ist, aber ich nicht. Er ist auf jeden Fall kein Shiny. Ey, immer in diesem 90er-Bereich. Dieser leidende 90er-Bereich. Das war der letzte Raid. Sad life. Oh, okay. Schmeiß Handy weg. Schmeiß alles weg. Yo, was geht? Dark Eye? Ja, kein Shiny mehr bekommen und kein 100er. 96er war das Beste von uns raus bei dir jetzt dieses Wochenende. Heute ist Chrisilla wieder am Start und Registier. Mal schauen, was so geht. Das ist, glaube ich, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am Start. Mal schauen, wie das morgen mit der Raid-Stunde so sein wird. Heute Spotlight. Wir sind wieder live. Schaut vorbei gerne ab 18 Uhr bis 19 Uhr. Oder zumindest bis kurz vor 19 Uhr, weil ich habe noch einen Termin. Und dann haben wir noch eine Sache. Ah ne, zwei Sachen. Erstmal, Safari Zone St. Louis wurde abgesagt wegen Coronavirus und alle, die ein Ticket haben, wahrscheinlich die wenigsten von uns, die kriegen die Spawns zu Hause. Nicht schlecht. Mal schauen, wie das so sein wird für Liverpool. Das ist in einem Monat und ich denke mal nicht, dass in einem Monat Coronavirus irgendwie beseitigt wird. Dementsprechend wird das meiner Meinung nach wahrscheinlich auch ausfallen. Zum Beispiel jetzt GMC 25 für auch 18. April. Da hätte ich eigentlich arbeiten müssen. Auch wenn da Liverpool ist, das überschneidet sich. Fällt auch aus. Also, ich nehme an, das fällt auch aus. Was dann natürlich schon schade ist, vor allem ich habe schon einen Flug gebucht und das auch wahrscheinlich ohne Geld zurück. Was leidend ist, aber ja, gar nicht so viel, 100 irgendwas Euro weg. Tschu. Und dann noch eine Sache, und zwar habe ich aus Versehen Streit angefangen mit einem ganzen Stadtviertel oder eineinhalb Stadtviertel, weil irgendwie Nymphenburg ist auch sauer auf mich. Checkt gerne das Video von gestern dazu ab mit den Regi Gigas. Kurz zusammengefasst, da waren Leute bei einem Raid, die nicht gewartet haben und ich fand das asozial, vor allem weil ich momentan in dieser Support-Phase bin, Bewegung, wo ich gerne Leuten supporte. Ich habe meinen Unmut natürlich im Video auch ausgedrückt und ja, dann sind die Leute sauer geworden, weil, ich muss ehrlich sagen, zwei Sachen dazu, also erstmal fangen wir nochmal von vorne an, es gab voll den Shitstorm und fand ich mega witzig und heute Morgen bin ich so aufgewacht und ich dachte mir, Alter, wie geil wäre es, ich bin so ein Assi, wie geil wäre es nach diesem Shitstorm von gestern Abend, einfach zu denen hinzugehen in ihren Stadtteil und einfach alles gelb zu machen. Junge, das wäre so asozial gewesen. Habe ich aber dann gelassen und jetzt habe ich mich auch dazu entschlossen, vernünftig zu handeln, denn ich habe mich heute geschnitten und ich bin ein Mann der Zeichen. Nicht abergläubisch, aber ihr wisst, so kleine Zeichen nehme ich schon wahr. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich keinen Stress, keinen Streit anfangen sollte. Deswegen versuche ich mal, noch ein vernünftiges Statement dazu zu der ganzen Sache zu geben, auch wenn die Kommentare natürlich einfach dumm sind. Und ich hoffe, das kommt jetzt wieder nicht negativ rüber oder streitsüchtig. Klar, ich habe eben mit Affekt gehandelt und natürlich meinte ich nicht den ganzen Stadtteil. Dafür muss ich mich auch entschuldigen. Natürlich sind nur die Leute da vor Ort dran schuld gewesen und asozial und so weiter und so fort. Nicht natürlich der ganze Stadtteil. An sich hätte man das auch gar nicht so negativ meiner Meinung nach auffassen sollen, dass sich da so viele Leute angegriffen fühlen. Vor allem, wenn jeder von euch schreibt, wie irrelevant ich bin und mit meinen Klicks und meine Views, warum juckt es euch dann? Andere Sache ist natürlich, meine Ausdrucksweise, die ist immer ein bisschen hart. Ja, dafür kann man oder sollte man sich auch entschuldigen. Ich habe ein faules Mundwerk, das stimmt, ein loses Mundwerk. Und manche Leute haben nicht so eine dicke Haut, die sind sehr, sehr schnell getriggert, sehr, sehr empfindlich. Und anscheinend habe ich da eine Tür aufgemacht mit einer langen Vorgeschichte von weiteren Fällen, weswegen dieser Stadtteil
so empfindlich darauf reagiert hat, denn jetzt haben jetzt natürlich 3-4 Leute den Stadtteil verteidigt. Ehrenvoll von euch, euren Stadtteil zu verteidigen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ungefähr die doppelte Anzahl an Leuten, also 3-4, also 6-7 Leute ungefähr, haben mir dann geschrieben oder auch kommentiert, dass sie bereits Vorgeschichte mit diesem Stadtteil haben und dass sich das halt so bestätigt. Und natürlich das Verhalten von denen jetzt im Nachhinein auf meine, die Reaktion auf mein Video sozusagen, bestätigt ja meine Aussage. Ich meine, ist er asozial von euch jetzt, wie ihr euch verhaltet? Ihr gebt mir nicht mal eine Chance, mich rechtfertigen oder ein Statement abzugeben. Davor wird man gekickt. Ihr könnt mich gerne kicken. Ich meine, ich habe da eh nie geradet und habe nie in die Gruppe geschaut, aber kickt mich halt danach, nachdem ich mich wenigstens dazu geäußert habe. Kleiner Einschnitt an dieser Stelle. Yo, kickt mich halt danach. Oder habt ihr Angst vor dem, was ich sagen werde? Oder wolltet ihr freie Bahn haben, um dann über mich abzulästern? Andere Sache ist zum Beispiel jetzt, das geht direkt an die Admins, Gisonator und Nixino zum Beispiel. Erstmal Gisonator. Er ist halt der Obermacker dort, der Admin. Und hat natürlich auch in die Kommentare geschrieben, wie gesagt, er hat seinen Stadtteil, Neuhausen heute auf Erge, verteidigt. Was an sich natürlich auch eine gute Aktion ist, aber ich meine, du bist der Obermacker dort, der Anführer, der Admin und so weiter. Das Einzige, was du da gemacht hast in den Kommentaren, ist halt, in 3-4 Kommentaren halt gegen mich gestichelt, aber Stellungnahme genommen zu deinen Aktionen hast du halt nicht. Und ich habe gestern auch zu dem anderen, weil ich kenne eigentlich nur den anderen, ja nicht eine Entschuldigung geschrieben, aber schon ein Statement, ein sachliches Statement, wo ich gesagt habe, yo, klar, meine Ausdrucksweise war nicht so toll und ich meinte auch nicht den ganzen Stadtteil. Hätte ich natürlich anders definieren sollen, aber jetzt dann im Affekt war es halt so. Aber nichtsdestotrotz ändert es ja nichts an den Handlungen an sich, war ja trotzdem eine asoziale Handlung von denen. Und darauf wird halt null eingegangen. Und auf dieses Statement kam bisher natürlich noch keine Antwort. Obwohl von mir verlangt wird, dass ich in wenigen Stunden auf die Kommentare antworte. Komisch. Auch irgendwie heuchlerisch, oder? Am Ende des Tages ist es so, natürlich, ich habe mich falsch ausgedrückt. Wie gesagt, tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Aber wie reagiert ihr bitte, Mann? Was heute so rum? Weil irgend so ein random Typ im Internet schlecht über einen Stadtteil geredet hat. Wen juckt's, Mann? Ich meine, mit euren Handlungen beweist ihr doch ganz genau, wie ihr seid. Kurzer Einschnitt. Die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel meine, sind halt, dass mir nicht mal eine Chance gegeben wird, mich zu rechtfertigen, zu antworten überhaupt. Dass halt nur gestichelt wird und null Stellungnahme genommen wird. Und das von dem Haupttypen halt eigentlich, der eigentlich der Vernünftige sein sollte und die Gruppe repräsentieren sollte. Und ich habe so jetzt sogar den Schritt gemacht und privat einem der geschrieben, der Verantwortlichen. Und das wurde halt komplett ignoriert. Was halt natürlich auch... Ich suche ja das Gespräch. Wir können uns gerne aussprechen, anstatt das Ganze intern hochzuschaukeln. Ich kenne dieses interne Hochschaukeln und über jemanden herziehen. Das macht es immer nur schlimmer, vor allem, wenn ihr euch untereinander hochschaukelt und den Hass immer steigert und steigert und dann irgendwann bin ich Staatsfeind Nummer 1. Ich habe das schon mal zufällig mitgehört. Da haben auch welche über einen dann so hart und so lange hergezogen und deren Hass ist so... aus dem Nichts einfach haben die sich selber hochgeschaukelt. Am Ende hat der eine einfach nur aus Lust und Laune, weil er kein Argument mehr hatte, gesagt, dass der Typ zu viel Kakaopulver in seinen Kakao tut. Und das einer seiner Probleme ist. Er hat 2 Löffel anstatt einen genutzt. Also, wenn man sich selber so hochschaukelt, vor allem ihr intern in der Gruppe, ich habe euch das Gespräch angeboten, ihr habt das eiskalt ignoriert, also damit zeigt ihr ja eigentlich euer wahres Gesicht. Und wie gesagt, ich habe viele Nachrichten jetzt bekommen. Klar, eure negativen oder eure Sachen halt. Und auch Sachen, die mich halt bestätigen und euer Verhalten auch schon angeprangert haben in der Vergangenheit. Das, was ich gestern gesagt habe oder vorgestern oder im Video. Ich wette mit euch, nachdem ihr mich aus der Gruppe gekickt habt, was ihr über mich dann geredet habt in der Gruppe, ist mindestens genauso schlimm. Also sind wir da nicht quitt? Weil mir ist egal, was Fremde aus dem Internet über mich sagen. Also ich verzeihe euch gerne. Also meiner Meinung nach sind wir dann quitt, 1:1 hier. Nochmal an Gisonator, du bist ja der Obermacker, der Admin. Anstatt hier rumzusticheln, kannst du die Sache ja auch normal regeln und mir schreiben und sagen, hey, war nicht cool. Kann schon verstehen, dass du da sauer bist, aber war natürlich auch nicht cool von dir, das öffentlich zu machen und da direkt zu beleidigen. Das wäre doch mal was Erwachsenes gewesen. Das wäre doch mal was für die edlen Neuhauser gewesen. Passend für die edlen Neuhauser, oder nicht? Passt für den edlen Gisonator. Und dann hättet ihr die Chance gehabt zu zeigen, yo, nicht jeder von uns in diesem Stadtteil ist so asozial. Aber stattdessen habt ihr genau bewiesen, dass euer Stadtteil so asozial ist. Aber ich will eigentlich keinen Stress, also... Ich habe nichts in Neuhausen zu suchen, außer die Arenen. Die kann ich auch in einem Jahr machen, wenn ihr das alles vergessen habt, wenn keiner mehr von euch spielt. Also mir ist egal wann. Oder in 2 Jahren oder 3 Jahren.
bis dahin ist es dann irgendwann langsam Gold. Also ich muss die nicht auf einmal demnächst Gold machen. In 2-3 Jahren kann ich die auch auf Gold machen, wenn ihr das alles vergessen habt, weil wen juckt's, dass ich das irgendwann mal irgendwie irgendein Fremder aus dem Internet mal schlecht über euren Stadtteil geredet hat. Schaukelt das nicht so auf, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie streitsüchtig und gehässig die Neuhausener sind. Also irgendwie habe ich dann eine Tür aufgemacht, wo ihr schon eine Vorgeschichte habt. Und ich war nicht der Erste, ich bin nicht der Einzige und ich bin nicht der Letzte, der irgendwie Stress hat in Neuhausen. Und natürlich allgemein, jetzt nicht nur in Neuhausen, allgemein. Und natürlich auch bezüglich dem, weil am Ende des Tages stehe ich immer noch dahinter. Das ist eine asoziale Aktion. Und ich hoffe, dass keiner das wirklich macht. Weil ich gebe gerne eine Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4, 5 Minuten meiner Zeit, damit ein anderer den Raid noch schafft und da eine Freude im Leben hat. Warum denn nicht? Nochmal zusammengefasst, weil die meisten immer ein Kurzzeitgedächtnis haben und nicht gut zuhören können. Es tut mir leid für die Ausdrucksweise, es tut mir leid, dass ich den Stadtteil verallgemeinert habe. Aber irgendwie hat es ja dann am Ende doch gestimmt, so wie ihr reagiert habt. Und ihr hättet auch besser reagieren können jetzt, vor allem jetzt und gestern. Wie gesagt, 3-4 Leute haben sich jetzt aufgeregt und die planen jetzt auch was Böses. Von meiner Seite aus sind wir quitt, weil ich weiß genau, ihr habt in der Gruppe genauso Schlimmes jetzt gesagt über mich und über mich hergezogen. Was wahrscheinlich schlimmer ist als dieses eine Wort, was ich über euch gesagt habe. Ihr könnt es gerne jetzt beruhen lassen oder den Sinn eures Lebens dazu aufzubringen, mich zu jagen oder sowas, mir zu schaden. Wie gesagt, ich spiele noch Pokémon bis zum Ende des Spiels, also ich mache Neuhausen in 3-4 Jahren Gold. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergiss nicht, Pokémon ist serious business. So serious, dass man die Ärger seines Stadtteils verteidigen muss.